Bei der anderen, das Raffin die Rüstung trägt. Ja, ihr tragt die Rüstung aus Endurium wieder zurück und schlagt dann wieder bei Thorn Ising auf. Ah, ihr, ja, ich habe die Burg der Hals. Burg der Hall, das müsste mittlerweile der Anführer der Zunft sein für die Baumeistergilde. Da müsstet ihr mal fragen. Ich glaube, das war sein Name, Burg der Hall. Sowas. Irgendwie sowas. Ah, sehr gut. Wir brauchen einen Ingrim-Geweihten für einen Exorzismus. Gibt es noch einen? Ein Ingrim-Geweihten. Alternativ würde auch Ingrim-geweihter Boden sehr nützen. Also, Ulinai Granitherz lebt noch. Auf das wird jetzt neuer Hochgeweihter. Wahrlich, wo können wir ihn finden? Wahrscheinlich beim Ingrim-Tempel. Sie. Sie, Ulinai ist eine Sie. Aber ich glaube, der Boden könnte wohl, trotz der Verheerung, könnte er noch Ingrim gefährlich sein. Also, zumindest hat sich dort niemand gegen Ingrim aufgelehnt. und wir Versucht. finden sie in der Altstadt, also Nadesheim. Ja, genau. Da hinter der priesterkaiserlichen Noralex-Sakrale oder das, was davon noch übrig ist. Da müsste wohl Ulina irgendwo rumlaufen. Aber war hier nicht auch noch irgendwo in Eschenrod ein Ingrim-Tempel? Ja, schon, aber den könnt ihr vergessen. Der Tempel des Handwerks. Marode Dachschindeln, Stützbalken, die ständig erneuert werden. Jede Woche schwingt ein Malermeister da die Pinsel. Keine Ahnung, was die da machen, aber. Ja, gut, Gereon, Bruder, hast es noch ein meisterlicher Ingrim-Geweihter, das nichtsdestotrotz, aber. Ja, versucht's. Gut, bringen wir die Rüstung rein. Ja, mit weiterem Kratzen über den Boden könnt ihr dann wieder in Richtung Eschenrod laufen und gegenüber vom Boron-Tempel des Schwarzen Lichts, da wo normalerweise Stygomar sitzt, könnt ihr dann den Tempel des Handwerks erkennen und seht da auch, wie ein ja, väterlicher, breitschuldiger Ingrim-Geweihter gerade steht und mit vielen verschiedenen Leuten gerade herumsägt. Irgendwelche Holzbalken, die da erneuert werden, ausgebaut, also. Geht nicht so sehr um den Ingrim-Getempel, der ist zwar auch kaputt, aber es geht da wohl gerade um andere Sachen, um Dachstühle zu reparieren. Das muss es wohl sein. Neue Helferlinge? Sehr gut, kommt ran! Wir brauchen jede Hand! Nicht ganz. Wir sind nur bescheidene Bittsteller. Interessiert mich nicht, hier wird gesägt. Wir brauchen eure Hilfe bei etwas. Zieh deine Robe aus, krempel das hoch. Aufzureden und fang an zu sägen. Ich krempel die Ärmel hoch, lege irgendwo Hängung um meinen Schwertgürtel an, einen Balken oder so. Ja, So eine Säge. Holzbearbeitenprobe. Oder Zimmermann, könnt ihr euch aussuchen. Habe ich nicht. Jetzt müsste etwa da sein. Holzbearbeitung, ja. Holz oder Zimmermann? Kann ich jetzt auf Seefahrt ableiten? Kannst das nicht auf Seefahrt abarbeiten? Nein. Du kannst mir sonst was anderes anbieten und irgendwie handwerklich versuchen zu helfen, aber wenn hier keiner eine Handwerksprobe schafft, dann werde ich hier auch nichts nix helfen. Ich bin adelig, Lass ich mich darf mal. Handwerk erlernen, das ist gegen meine Religion. Jeder darf jetzt hier helfen, nicht lass mich mal. Meine Güte, Abel, ihr müsst die Säge auch von der anderen Seite anfassen. Ah, ich habe Sägespäne im Auge! Ich habe Sägespäne im Auge! Ich würde dir stattdessen eine Gruppenheilung anbieten. Ach ja, komm, jetzt gib das Ding her, Junge. Oh, ich glaube, das ist kaputt. Hey, die ist sogar geschafft. Ich sag, und ihr sollt nicht auf das Brett treten, ihr sollt das Brett sägen. Ich nehme an, irgendwelche Nägel, die man gerade hauen kann oder so, werden auch hier sein. Ja, genau das. Also du wirst irgendwie nicht Nägel schmieden, aber irgendwie in Holzbretter hauen. Was macht denn Isarun? Ich trete anscheinend Bretter kaputt. Ja, Isarun stolpert so ein bisschen durch die Baustelle, fällt dann hin und setzt sich dann richtig fies in so einen Nagel, so einen rostiger Nagel, der raussteht, kriegst mal 2 W6 Schadenspunkte. Wenn du dann aufstehst und in den nächsten Holzbalken reinrennst, ja, hast jetzt zwei, drei große Löcher in Hand, irgendwie im Oberarm und in deinem Fußballen und ja, fängst jetzt erstmal an zu bluten. Oh nein, meine Robe ist schon wieder Ihr sollt verbaut. helfen! Ich hab Mach den einen Aufstand nicht Spender in der kaputt! Hand. Oh, verdammt. Elternhaften für ihre Kinder!
Das ist ein Zwerg? Das ist kein Zwerg. Das klingt nämlich wie einer. Isarun, jetzt kommt doch her, halt das fest. Na gut. Blut ist alles voll. Ja, ich weiß. Ich hab einen Splitter in der Hand. Guter Mann, wir brauchen dringend Hilfe. Der Tempel eines, der Sache eines Tempels droht einzustürzen. Was? Tempel da stürzt ein? Ja, wir brauchen Hilfe. Wir wissen nicht, wie wir es absichern können, stützen können. Ja, dann solltet ihr weniger reden und mehr aufpassen. Hat er einen Punkt. Was für ein Tempel? Ein Praios-Tempel. Praios-Tempel. Wie viele haben wir davon in der Stadt eigentlich? Also 1, 2, 3, 4. Nie gezählt. 5, 6. Vergiss den Halt-Tempel nicht. 7. Alles im Praios-Tempel? Ja, er ist dann einfach ein Jahr des Praios. Keine Ahnung. Leg weiter, Junge. Vorsicht, dein Finger ist im Weg. Oh, ich kann da gar nicht hingucken. Wollt ihr Chorgeweihter werden oder was? Ey, Isarun, komm noch mehr. Setz dich neben mich. Hab schon von dem einen oder anderen Chorgeweihten gehört, dass sich aus Versehen seinen Zeigefinger abgesäbelt hat. Und dann hat er später auch behauptet, das soll so. Was nehmen, was man kriegen kann, nicht? So, ihr wollt ein Praios-Tempel reparieren, gut. Garino, reparieren? Was? Was redet ihr denn? Ja, natürlich, das Dach von dem Praios-Tempel ist droht doch einzustürzen. Wir wollen es einstürzen. Ja. Habt ihr nicht an die komische Rüstung gedacht? Die wir vielleicht im Exorzismus... Seid ihr nicht ein Sonnenlegionär, Junge? Wollt ihr doch keine... Es ist kein... Wie ist es kein? Hör mal vorne an. Wir haben einen Dämon. Der muss exorziert werden. Kann ich nicht. Er ist der Architekt. Er ist der Architekt? Ich dachte, er wäre der Gewalt. Ein Dämon ist der Architekt. Ja. Oder? Also ihr seid gerade beim Handwerkstempel bei Giri und Brodas. Das ist ein Handwerker. Kennst du jemanden, der das kann? Ja, was denn? Ein Tempel zum Einsturz bringen mit einem Dämon als Architekt? Was redet ihr? Ihr seid beides. Junge, da ist ein Dämon in der Rüstung. Der muss da raus. Jetzt brauchen wir jemanden, in dieser Rüstung, die ihr mitgeschleppt. Vor allem Rafi zeigt vermutlich über die Schulter gerade so auf das blutriefende Ding, das wir irgendwie im Hof haben, an die Seite gelegt. Liegt noch hinter Rafim auf dem Boden, Herz hingelegt und angefangen zu sägen. Das sieht ihr ja vermutlich jetzt erst. Kennst du da jemanden oder nicht? Der da was rauskauen kann, Dämon, ja, dann tut ihr noch zu den Praios-Pfaffen. Das ist nicht. Ingerim geweihten. Gibt's hier schon, also mich. Ja, könnt ihr exorzieren. Ja, guter Mann, dann tut doch eure Arbeit. Ja, dann legt ihn doch erstmal mit der Rüstung in den Ingram-Tempel. Bart ihn da auf und dann warten wir erstmal 24 Stunden. Wird der Dämon schon rauskommen? Ja, erst muss der Dämon raus, dann muss die Leiche rausgebrannt werden. Ein Handwerker! Sieht so aus, als ob ich nach Schwarzhorien reise. Aber wenn wir jetzt. Nein, aber jetzt seid ihr der Geweihte. Der raus, geht hier alle oben. Isarun, ist der Dämon gefährlich oder ist der Dämon nicht gefährlich? Den kochen wir da raus. Einfach reinlegen in den Tempel. Also mit jemandem, der die Rüstung bewohnt, ist er natürlich gefährlicher. Kann er einen... Sagen, wir können die Rüstung nicht einfach so alleine hier liegen lassen. Nein, auf keinen Fall. Nicht überwachen. Also ich meine, ich kann den Exorzismus auch selbst durchführen, wenn es hier keiner kann, aber ich brauche ein bisschen Vorbereitung dafür. Ich muss erstmal nachlesen, was für Antidonaria ich hier gut verwenden kann. Wir könnten noch zum Praios-Tempel gehen. Ich weiß aber nicht, befolgen wir seinen Rat. Wir bahnen ihn hier 24 Stunden auf, in dem Ingerim-Tempel, wie sich das gehört, und machen dann die Exorzierung. Dann bleiben wir ja, aber dann muss hier Stunden jemand hier von uns bleiben, 24 Stunden, der ganz alleine einen Dämon besiegen kann. Wir sind doch super! Ihr könnt in der Zeit weiter sägen! Richtig, wir bleiben alle so lange und sägen weiter. Außerdem kriegen wir hier vielleicht irgendwo was zum Essen. 24 Stunden lang, wirklich? Keine Sorge, glaub, wir machen alle 4 Stunden Pause. Ich überlebt keine 24 Stunden. Das Ding gehört. Wir machen ja, aber jetzt komm erst mal hier, helf mir die scheiß Rüstung dahin zu tragen. Ja, Moment, ich muss das hier noch gerade festnageln. Ja. Ach, ich mach das. Ich kann da eh nichts mit Nageln und Sägen. Ja, genau, besser. Ja, Isarun humpelt über die Baustelle und dann könnt ihr die Rüstung gemeinsam mit dem restlichen Inhalt Udalbert von Wertling dann Praios-Tempel aufbewahren. Das ist, wie gesagt, kein sehr hübscher Ingerim-Tempel. Marode Dachschindeln.
passt eben genau zu diesem Viertel, passt nach Eschenrod. Das ist ja wirklich eine Bruchbude. Guckt euch das mal an, Rafim. Ja, warum? Ja, der Typ ist auch nicht ganz dicht, aber das merken wir ja wohl alle. Ja. Und ich säcke hier doch nicht 24 Stunden, sag mal, habe ich neuerdings irgendwo mein Sklaventattoo nicht gesehen, das ich noch dabei habe? Ja eben, was sind wir denn, irgendwelches niederes Gesindel? Also wirklich, der Greifenmund, der ist nicht von Sinnen. Also wirklich. Ich glaube, das ist wieder so eine Bußsache. Also so, weil er sich gerade nicht geißeln kann, sägt er sich halt irgendwie in den Hand. Ah, ja, gut möglich. Ich denke, ich sollte mich eher auf Wacht konzentrieren. Ich denke, wenn ich mich hier hinsetze und ihr setzt euch auf die andere Seite von der Leiche, dann könnten wir einen eventuellen Dämon direkt einkesseln, wisst ihr? Falls er rauskommen sollte. Ich denke nicht, dass er es tun wird, aber ja. Wir sollten vorsichtig sein. Vorsichtig. Ich nehme eine Wachposition ein, bei der ich möglichst wichtig aussehen möchte. Ich versuche mal, mein Loch im Stiefel abzudichten. Ja, kannst du gerne auch eine Schneiderprobe machen. Ich darf doch nicht wohl Leder arbeiten. Ja, eben. Oder Leder arbeiten, ja. Gut. Und so könnt ihr weiter fleißig sägen, hämmern, irgendwelche Bauschindeln nach oben tragen und versuchen, dann Eschenrod zu reparieren. Es ist zwar hier nicht so viel kaputt gegangen, in Sonnengrund war das natürlich noch wesentlich mehr verheert. Isarun sticht sich noch mehrere Male mit der Nadel in den Fuß und es fängt weiter groß an zu bluten. Und ja, so verbringt ihr den restlichen Praios-Tag am Ingrim-Tempel. Gafim nickt dir immer wieder zu, wenn du dir immer wieder den Fuß stichst und es mehr blutet. Scheint ihm zu gefallen. Ich würde gerne noch einen Ausflug nehmen, während auf den du noch anhast. 12 Götterplatz machen. Da ist auch noch eine Statue, die weg muss. Und ein Glied. Ich glaube, Isarun wollte mitkommen, ne? Ja, also wenn ich hier weg von dieser Bruchbude komme, wo einem irgendwie Nägel ins Fleisch gehauen werden, finde ich das super. Ja, kann ich doch gleich mal in der Akademie vorbeischauen. Genau das. Mit einer fadenscheinigen Begründung kann sich dann Isarun verabschieden und auch Kieras kommt mit. Und so gehen die beiden in Richtung Norden und lassen euch dann zurück. Ihr könnt noch die hoffnungsvollen Blicke in eurem Rücken spüren. Aber mir scheint das hier tatsächlich ganz gut zu gefallen. Ich würde dem Tempelvorsteher, wenn man so bezeichnen kann, einen Vorschlag machen, wie er eine vollautomatische Säge herstellen könnte. Wo man bloß ein Brett reinschiebt oder einen Baum reinschiebt und daraus Bretter herauskommen. Er ist nicht abgeneigt, er gibt dir 2 Stunden für eine Konstruktionsskizze. Da musst du was aber präsentiert haben. Und wenn das gut aussieht und der Mechanismus dahinter stimmig ist, dann darfst du dich zurückziehen. Erstmal auf Mechanik würfeln, oder? Genau, gib mir einfach mal eine Mechanik für das Grundgerüst. Sekunde. Jalan und Rafim können dann natürlich ziemlich eifersüchtig da hingucken in Richtung von Abelmir, der da gerade einen Platz im Schatten gesucht hat. So, Rafim setzt sich hin und bewacht die Rüstung. Ich werde hier meiner in ihrem gefälligen Pflicht nachgehen und diese scheiß Brett hier festnageln. Ja, wenn das das Letzte ist, was ich tue. Nach ungefähr 10 Minuten geht Abelmir zu dem Ingrim-Priester. Der klopft ihm dann freudestrahlend auf die Schulter und gibt ihm noch 2-3 andere Handwerker mit in die Hand, sodass sie sich dann hier in der von der Baustelle so ein bisschen lösen und dann an einer eigenen kleinen Konstruktionsecke anfangen zu tüfteln und zu sägen und was aufzubauen. Währenddessen kann Kiaras gemeinsam mit Isarun auf den 12-Götterplatz treten. Ich hätte echt besser aufpassen müssen beim Schiffszimmermann damals. Immer noch weist der Finger von Emran Ibn Mahut in Richtung priesterkaiserliche Noralexakrale. Deuten. Ihr wisst, was dort liegt. Wart. Zeit noch. Gut, bringen wir das Ding hier weg. Ja. Ich denke, wir sollten es nicht auf dem Platz hier zerstören. Schnappen wir uns 10 Leute, die sollen das auf den Karren transportieren, in die alte Residenz bringen. Wir wollen sie sichern und damit dieser ganze Platz saniert werden kann. Lasst mich mal in die Akademie gehen, mal gucken, was ich da an Scholaren finde. Wenn die nicht gerade super beschäftigt sind, dann hole ich die und dann können die uns das tragen.
Ja, ich marschiere Wunderbar. Rüber über den Zwölfgötterplatz in die Akademie von Schwert und Stab. Ja. Die Scholaren kannst du da auch relativ fix einweisen. Also du wirst da so ein, zwei finden, die da gerade nicht wirklich üben, aber sich da versucht haben, vor ihren Lehrmeistern zu verstecken, damit sie dann nicht helfen müssen. Kannst du dann aber auch mit einem lauten Pfiff wieder zur Raison rufen und dann Keras hinterher schicken, während du dann in das Büro von Saldo Fosslerin schierst. Sehr gut, dann mache ich das direkt auch so und schick die beiden dann zu Keras. Ah, Isaron, lang nicht gesehen. Saldo Fosslerin sitzt schwer verletzt, schwer verbrannt, in seinem Stuhl und trinkt gerade etwas. Blättert noch so halb in einem Buch, guck dich dann an. Ich habe schon gehört, ihr habt einige Sachen aus den Kellern der Akademie geräumt. Ja, ich fürchte, in der Eile der... Also, ich sehe schon, an eurem Gürtel. Klasse, ja. Isaron. Deswegen bringen wir den Eleven bei, geht nicht in den Keller. Das ist richtig. Das ist geht natürlich auf meine Kappe. Das ist, nicht gut gelaufen, aber was will man machen, wenn da plötzlich ein erzdämonischer Splitter herabstürzt? Ja. Hab schon mit Walner Hitzcock gesprochen. Ihr solltet euch auf alle Fälle die These des Destructibo zulegen. Destructibo, verstanden. Werde ich euch natürlich zur Verfügung stellen. Was gibt's sonst noch? Wir sind derzeit einem ketzerischen Kult auf der Spur, die die Leute aufwiegeln. Müssen dafür einige Räumlichkeiten zerstören und ketzerische Abbildnisse. Ja, Isaron, ich habe euch lange genug ausgebildet. Wenn ihr meint, dass das Ketzer sind, dann werdet ihr da die rechtlichen Handhaber kennen. Wir haben dafür einen Codex Albyricus und da steht drin, wie dann zu verhandhaben ist. Ja, richtig. Einer wurde schon aufgeknüpft. Der Rest, wir werden uns darum kümmern. Diejenigen, die wir schon in die Hände bekommen haben, warten noch auf ihre Verurteilung. Geht natürlich alles mit rechten Dingen zu. Gut, hab schon gehört, war natürlich auch bereits bei Ludolf von Wertling schon erzählt, dass ihr den ganzen Keller voll gemacht habt. Ihr werdet das schon wissen. Ja, das ist richtig. Um die müssen wir uns tatsächlich baldmöglichst kümmern. Bevor die noch weiter hier ihre ketzerischen Gedanken verbreiten und Leute zum Selbstmord und sowas anstiften. Richtig. Gut, sonst noch was? Habt ihr schon Neues von meinem Antrag wegen der Magusarbeit gehört? Die Magusarbeit? Hattet ihr schon Gelegenheit? Er steht auf und humpelt dann in Richtung eines kleinen Bücherregals, kramt da so ein bisschen herum, macht einen großen Ordner auf und holt dann noch so ein Pergament heraus, was wohl noch leer ist. Gott, ist wahrscheinlich in der Hitze des Kampfes verbrannt. Füllen wir das einfach jetzt und hier aus. Ich glaube nicht, dass das bei den Anträgen dann irgendwo unverbrannt rumliegt. Setzen wir 9 auf Titel. Astenus in casus der Colacae Trisferialis, Questation und Visitation der Principia Magomechanica und der Compositio Demonica des Castellum Volans samt der Integration des Magnum Opus Incendi Mundi sowie geeignete Konsilien zur effektiven Abrogation Eustim. Gut. Hab ich? Seid ihr euch sicher, dass der Ablativ stimmt? Ne, da ist doch gar kein Ablativ drin. Deswegen frage ich. Genau deswegen frage ich. Weil da kein Ablativ drin ist. Aber da muss keiner hin. Ich meine, alles ist schöner mit einem Ablativ. Ja, Präpositionen sind wichtig, Isaron. Präpositionen sind wichtig. Gut, habe ich so notiert? Magusarbeit. Das erinnert mich an meine Zeit, als ich Erzmagier wurde. Colacae. Na gut, ihr werdet natürlich dadurch, dass ihr hier oben wart, die Räumlichkeiten schon einmal studiert haben. Wir werden sicherlich noch einmal in geraumer Zeit, das könnte man auch in die Ausbildung eines Fall des Lichts tun. Absolut. Ein Abstecher in den geschlitterten Berg lässt sich gut kombinieren mit den Adamonbrache. Das wäre eine hervorragende Abschlussprüfung oder auch nur zur Ausbildung.
Bitte setz mich doch davon in Kenntnis. Ich würde gerne nochmal mitgehen. Kann dann ja auch ein Auge auf die Neuen haben. Werde ich mir überlegen. Wenn ihr im Lande seid und nicht gerade irgendwelche Schwarzmagier jagt, aber mal, wer nach Galotta kommt, hä? Zwinkert er dir tatsächlich zu? Oh. Ja, er greift. Isarun fühlt sich gerade, als würde sie auf Wolken schweben. Ja, das ist das höchste Lob, was du von Saldo Fossenring kriegen kannst, ein Zwinkern. Er greift zu einem großen Stempelkissen und drückt da dann zwei, drei Stempel drauf. Siegelring, Siegelwachs, stempelt dann, unterschreibt und legt es dir dann vor, damit du dann selber deine drei Zinken drunter schreiben kannst. Ja, Isarun unterschreibt und hat einen. Lächelt wie ein Honigkuchenpferd vor sich hin. Sie ist überglücklich. Gut, dann halten wir das mal fest. Die Antrag ist denn so bewilligt. Können wir das gleich wieder abheften? Ich freue mich sehr. Ja, lass am besten das Ablaufdatum nicht verstreichen. Gerne nochmal kontrollieren, Kontrolllesen, aber Sagetta Dasambra hält ja auch gute Stücke auf euch. Das freut mich zu hören. Gut, ich werde mich weiter an die Arbeit machen. Es gibt noch viel zu tun. Wenn ihr mich für irgendeine Aufgabe benötigt, ihr wisst, wo ich zu finden bin. Ja, alte Residenz? Alte Residenz oder derzeit manchmal Villa Karinor. Sonst im Heldenrat, wenn ich denn Zeit habe. Gewiss. Gut, dann herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, Spektabilität. Ja, mit ihrer Magus-Zulassung glücklich an die Brust gedrückt, schwebt Isarun dann aus dem Büro hinaus. Ja, Kiaras kann dann unten sehen, zwei, drei Eleven, Akoluten, du weißt nicht genau, wie die Magier-Schüler heißen, sind dir dann entgegengekommen und können dann auf deine Befehle gehorchen. Von Isarun erstmal keine Spur. Ja, ich hole noch zwei, drei Leute ran, die ich irgendwo auf der Straße finde, so starke Männer. Hier, ich brauche eure Hilfe, wir müssen diese Statue in Sicherheit bringen, die muss vernünftig weggemacht werden, damit wir alles wieder sauber machen können. Ja, also, wie gesagt, du lässt den Platz so ein bisschen räumen, beziehungsweise lässt dann da so ein paar Seile anbringen an den Armen, beziehungsweise an dem Arm, der ausgestreckt ist, sodass das halt ein bisschen verankert wird, ein bisschen Stahl verstärkt und dann zieht ihr Zorte und dann mit gemeinsamer Muskelkraft könntest du die Statue dann brechen lassen. Währenddessen, die Statue schlägt gerade auf, tritt Isarun wie ein Honigkuchenpferd strahlend aus den Hallen der Akademie wieder raus und sieht gerade, wie die Statue von Emran ibn Ma'ud zersplittert. Ein goldes Kettenglied auf den Boden fällt. Ja, das packe ich dann schnell ein. Verzeiht mir mal, Gnaden, wir haben die Statue kaputt gemacht, das wollten wir nicht. Ah, bei den Göttern. Nein! Bestraft uns dafür bitte nicht. Seid unbesorgt, Raya wacht über uns alle. Wie die anderen Elfstatuen wird auch diese neu erschaffen und besser erschaffen. Zu 12 Götterplatz.